Vor gut, sagen wir mal, 3 Wochen ist ein Spiel erschienen, was ich letztens bei einem guten Radiokollegen gesehen habe, der es mich gespielt hat. Und da habe ich mir gedacht, da gibt es eine Demo dafür. Das schauen wir uns doch einfach mal an. Die Rede ist von Coffee Talk. Also du trinkst einen Kaffee und quatscht da nebenbei so mit. Das Ganze wurde mit Unity gemacht, so ist es richtig. Und hat ein Pixel-Look. Solche Sachen mit Pixel-Look gefallen mir tatsächlich irgendwie gerade aktuell sehr, sehr gut, weil Pixel-Look irgendwie vielleicht das Neumodischste der neumodischen Sachen ist und sowas natürlich gerne mal öfters kommen darf. Und achso, es hing gerade ein bisschen. Entschuldigung. Also, wir wählen, leider haben wir kein Deutsch, aber wir haben Englisch nicht verkehrt, aber das Rauschen muss man ein bisschen hier unterdrücken. So. Coffee Talk. Wir schauen ganz kurz in die Einstellungen rein, ob alles richtig ist. Auf Deutsch, Text, Sprache bitte normal. Leider kein Deutsch haben. Okay. Dann wollen wir mal starten in Coffee Talk. Your name, Barista, lassen wir einfach mal. Klingt einfach gut. Toach Production hat das Ganze entwickelt. Seattle 2020. Eine City mit Träumen und so weiter. Englisch ist gerade nicht so richtig im Kopf. Aber ich tapp da mal ganz kurz raus. War das nicht ein das sollte doch auch eine deutsche Version haben, oder? Ja. Ton mit Untertitel. Komisch. Vielleicht nicht in der Demo, das kann natürlich sein. Dienstag, 22. September 2020. Hello! Oh, it's you. Hello, Faye. Schauen wir uns das ganz kurz hier mal so an. Okay. Wir haben hier auf unserem Telefon
eine Tomatschill. Was ist das? Achso, das erklärt uns die Person. Das ist so wie, ich wollte sagen, wie Facebook. Ja, das ist so, ja, okay. Also, sie wollte, Espresso. Hier haben wir den Espresso. Genau. Also, wir brauchen Kaffee, Kaffee und Kaffee. Wir müssen jedes Mal den Kaffee zu machen und haben nebenbei immer noch so ein bisschen kleine Dialoge, die das auch noch sehr schön interpretieren und das in der eigenen Kaffeebar. Das ist doch immer was richtig Schönes. Also wer schon gerne mal bei Starbucks vielleicht irgendwie anfangen möchte, der ist mit Coffee Talk vielleicht genau das Richtige zu wissen, was man vielleicht braucht, ne? Coffee Talk. Coole Musik im Chillout. Okay, schauen wir doch mal auf unserem Telefon, was wir denn da so Schönes haben mit dem Thema Schokolade. Gucken wir mal, vielleicht eine Dark Chocolate. Also, dann machen wir doch mal hier grüner Tee, Schokolade. Schokolade, dreimal Schokolade ergibt eine wunderschöne Tasse. Das sind dann so hier die Kommentare, die Gäste unterhalten. Das hast du auch in der Bar oder sonst wo. Und man spricht über interessante Dinge, über das Business. Oder das, wovon man gerade vielleicht träumt. Thank you.
Ist das jetzt Ihr Freund? Hi! Okay, das ist Ihr Freund. Also ein bisschen bitter, Milch. Mit einer Latte Art on the top. Selber den Milchschaum servieren. Okay. Nein. Wir machen das mal so, wie es auch offiziell ist.
Du hast doch schon grünen Tee mit Latte. Oh nee. Nee, das ist falsch. Ist doch richtig, ne? Grüner Tee, Latte, Latte, ne? Ja. Ginger Latte, ganz frisch, ganz neu, heute bei uns in unserem Geschäft in Coffee Talk. Also, kommt gerne rein in unserem Coffee Talk und talkt eine Runde mit uns. Nämlich am Mittwoch, den 23. September. Hallo. Some videos from Africa might have to reach Seattle. Also, ist das jetzt so gut? Läuft ganz gut. Hallo. Fächer ist wieder da. Guten Abend. Thank you.
Hello. Ah, Tobi, ich bin allein. Nein. Ich habe so ein Gefühl. Danke fürs Spielen. Falls ihr Coffee Talk gerne mal spielen möchtet, und das auch mit dieser wundervollen Musik, die richtig schön entspannend ist, passend für einen entzückenden Laden, der sich Coffee Talk nennt, schaut doch gerne mal vorbei. Ihr scannt das Ganze hier ein und landet hier direkt auf Steam, meines Wissens. Und dann könnt ihr natürlich Coffee Talk gerne dann mal spielen. Wir schauen mal ganz kurz rein. Wir können mal ja... geht das hier gerade? Da mal rauf. Nee, haben wir gerade nicht. Auf jeden Fall könnt ihr euch Coffee Talk natürlich gerne herunterladen. Gibt es natürlich gratis. Und das Ganze gibt's, könnt ihr auch schon auch kaufen. Gibt es für 10,79 € aktuell. Es gibt dann auch noch ein Bundle, womit dann noch zwei Sachen, nämlich ein Artbook mit dazukommt. Und lass mich kurz nicht lügen, ich gucke mir ganz kurz die Bundle-Informationen an. Und den Soundtrack Ost, um euch dieses wunderschöne Soundtrack zu Coffee Talk euch anzuschauen. Und schaut es euch gerne an, gibt es auf Steam für 10,79 €. Ist, glaube ich, ein billiger Preis. Also Coffee Talk, wer sowas mag. Dann gibt es auch die Sprache in Deutsch und wir überlegen vielleicht schon, ob wir unsere Spiele dann anschauen. Das ist ein richtig cooles Game. Kaffee machen wir eigentlich gerne selber. Also wenn man gerne Kaffee trinkt, ist es vielleicht genau das Richtige. Also schaut es euch am besten an. Und das war's dann auch in unserem heutigen Stream hier bei uns bei Evil Live. Also wenn ihr Coffee Talk bei uns sehen möchtet, schreibt es uns gerne in die Kommentare und wir werden das auf jeden Fall dann uns auch mal in Ruhe und in Gelassenheit dann mal wirklich anschauen. In dem Sinne sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Das war's mit Evil Live für heute. Nächste Woche sehen wir uns nicht, aber dann die Woche darauf mit einem wunderschönen, coolen Spiel, was wir bislang noch nie gespielt haben hier bei uns. Also es ist sicher gleich. In dem Sinne sind wir jetzt raus. Sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis in 2 Wochen hier bei uns bei Evil Live. Ich bin raus. Tschüss und wunderschönen Abend noch. Ciao.